Heute gibt's mal eine reine Podcast-Folge. Und warum? Weil das Thema einfach besser geeignet ist als Podcast. Über meinen YouTube-Kanal komme ich ja mit relativ vielen Leuten in Kontakt, die ich ja so gar nicht kenne, die mich praktisch über YouTube da irgendwie gefunden haben. Und so ist es auch gewesen bei dem Thomas, der mir eine Mail geschrieben hat. Und ich lese euch mal kurz aus der Mail vor. Guten Tag, lieber Thomas Beutler. Ich schaue regelmäßig auf YouTube den Kanal Investiert in Wissen, in dem auch regelmäßig über finanzielle Betrugsmaschen berichtet wird. Ich selbst wäre beinahe Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden, und zwar via Love Scamming. Ich möchte ungern die Details in dieser E-Mail nennen. Wenn es dich interessiert, können wir uns hierzu einmal telefonisch austauschen. Und ja, das fand ich total spannend und auch sehr lobenswert, denn er will ja damit andere warnen. Und ich dachte mir, ja, das wäre doch was, was wir vielleicht als Podcast anderen zugänglich machen, so dass die ja aus den Berichten von Thomas ja was lernen können und im Prinzip idealerweise ja präventiv schon niemals auf sowas reinfallen werden. Kurzerhand haben wir uns heute verabredet zu telefonieren, haben das Ganze verlagert auf Zoom, und ich habe mit dem Thomas gesprochen. Er hat auch nichts dagegen gehabt, dass wir unser Gespräch aufzeichnen, und genau das ist passiert. Was wir besprochen haben, das hört ihr nach dem kleinen Intro. Viel Spaß. Ja, mich hat jemand kontaktiert, jemand, der mich über YouTube gefunden hat, und ich bin jetzt mit ihm verbunden, und der hat was erlebt und er will andere jetzt warnen mit dem, was er da erlebt hat. Und das finde ich total super, finde ich klasse. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir den Thomas. Hi, Thomas. Ja. Hi, Thomas. Ja, vielen Dank, dass ich das hier erzählen darf. Ja, dank dir. Ja. Wir wollen ja andere warnen jetzt, ne, mit dem, was du erlebt hast. Genau, weil ich habe auch gedacht, mir wird sowas nie passieren. Ich bin eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch grundsätzlich. Okay. In jeder Hinsicht und eigentlich auch im Finanzbereich tätig. Und dachte, naja, das kann eigentlich nicht sein. So. Und ja, dennoch bin ich in was reingeschlittert, was ich nie erwartet hätte. Mhm. Das nennt sich wohl Love Scam. Das ist halt eine Masche, um halt über emotionale Bindungen dann Geld abzuzocken von anderen Personen. Und bei mir hat es halt so funktioniert, weil ich jetzt auch in einer emotionalen Krisensituation war, weil mir halt meine Frau mitgeteilt hat nach 16 Jahren Ehe, dass sie halt keine Gefühle mehr für mich hat. Okay. Und ja, da habe ich ziemlich lange gebraucht, um das zu verdauen, habe jetzt auch mittlerweile davon Abstand genommen und dachte eigentlich, ich wäre wieder stabil. So. Und dann bin ich halt angeschrieben worden über Facebook, habe ich eine Freundschaftsanfrage bekommen von einer Frau aus Frankreich, die habe ich dann auch angenommen. Okay, so. Ich kenne das auch. Freundschaftsanfragen, die bekommt man dann von Leuten, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, kenne ich die überhaupt? Ja, genau. Ich gucke dann immer, kennt die Person jemand, die ich kenne? Ne? Genau. Hast du da auch mal geguckt? Da habe ich auch geguckt, und die Informationen waren recht spärlich, da stand fast nichts, dass es eigentlich auch so ein Warnzeichen sein soll, wenn man so die Anfragen bekommt. Da stand halt nur der Wohnort Hombourg im Südosten von Frankreich, und da war halt bei den Hobbys oder bei dem, was sie mag, war dann halt ein Fußballverein abgebildet, nämlich Eintracht Braunschweig, und ja, ich bin auch Fan von diesem Fußballverein, okay, was ja schon eine Rarität ist, zumal ich auch gar nicht in der Gegend wohne, und da ist das mal interessant. So, ja, und okay. Kannst du mal annehmen. War das Zufall oder meinst du, das war vielleicht sogar vorbereitet dann? Ich denke, das war vorbereitet. Also ich habe im Nachhinein nochmal angeschaut, mir das Profil. Mittlerweile hat sie mich auch geblockt dort als Freund. Aber ich hatte nochmal Gelegenheit, mir vorher das Profil anzuschauen, habe gesehen, die hatte halt so 7 oder 8 Statements von dem Verein oder von Spielern aus der letzten Zeit eingestellt. Einfach war mir auch im ersten Moment gar nicht aufgefallen, dass das war alles aus der jüngsten Zeit da hingestellt. Ich denke, das war einfach die Möglichkeit, um mich zu kontaktieren. Ne? Also schon recht raffiniert, muss ich sagen. Okay, also nehmen wir schon mal hier vielleicht mit. Auf die plumpe Tour funktioniert es wahrscheinlich ja auch nicht mehr so oft. Man macht sich da schon etwas mehr Mühe. Jetzt in dem Fall war es halt so ganz individuell eingestellt, der gleiche Fußballverein, der ja jetzt nicht gerade FC Bayern München war, ne, was ja vielleicht auch mehrere zutrifft, sondern eher was Regionaleres, ja, Eintracht Braunschweig, auch ein toller Verein bestimmt, aber vielleicht nicht so viele Fans dann wie jetzt FC Bayern. Ne? Von daher war es schon was Spezielleres. Ja. Okay, wie ging es weiter? Und dann ging es weiter, und dann
ja, habe ich das angenommen und gut. Dann hat sie mich angeschrieben über den Messenger und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und sie hat erstmal auf Deutsch geschrieben. Also ich denke, ist ja prima. Ich kann zwar Französisch, aber ist ein bisschen verschüttet. So, irgendwann hat sie mich gefragt, ja, das ist alles so umständlich, du scheinst nett zu sein, können wir uns nicht weiter austauschen über WhatsApp. Okay. Dann habe ich meine Handynummer gegeben. Wir hatten dann einen regen Austausch über WhatsApp. Und ehe ich mich versah, hat die mich also emotional ziemlich stark angesprochen. Also das war dann schon mehr als ein Flirt. So im Also Nachhinein. war das jetzt so, also rein optisch war sie dir auch sympathisch wahrscheinlich. Auch hat mir dann auch permanent Bilder geschickt. Dann hinterher steigerte sich das schon in Bilder, wo ich schon dachte, es ist aber recht freizügig. Ich habe aber immer noch da keinen Verdacht geschöpft an Hast du ihn. ihr auch Bilder geschickt von dir? Ich habe ihr auch Bilder geschickt, ja, genau, Okay. selektiv. Genau. Also würde ich heute auch nicht mehr machen. Weil ich Ja. auch nicht weiß, wo das in WhatsApp landet dann. Ne? Genau, und ja, das Ganze hat begonnen am 16.07., so wie mit dem 27.07. ist also innerhalb von kürzester Zeit hatte mich dann auch permanent dann beschäftigt da über WhatsApp und ja, ich bin dann auch abends lange aufgeblieben und ja, war dann für mich, wo ich dachte, jo, das Leben geht weiter und genau. Habt ihr auch mal telefoniert oder nur Äh, Sprachnachrichten? genau, genau, das Chat. ist wohl so ein Kennzeichen, wenn man auf so etwas hereinfällt, dass dann entweder das Mikro kaputt ist oder dass die Kamera nicht funktioniert. So. Aha, okay, also Warnzeichen Nummer zwei. Genau. Es wird kein wirkliches Telefonat geführt mit Stimme Wir und haben so. das dann gemacht über WhatsApp, ein Telefonat geführt. Aha. Da war auch eine Stimme, aber ich konnte jetzt, kann man ja nicht zuordnen. Dann habe ich sie gebeten, dass wir noch mal einen Videoanruf machen über WhatsApp. Ich habe sie dann auch angerufen und den hat sie dann blockiert. So. Dann hat sie mich beim Video angerufen und ja, sagte dann, ja, ihre Kamera wäre wohl defekt. Also sie hätte das ja jetzt getestet. So. Naja, dann kamen mir schon so die ersten Zweifel auf. So, ich gedacht, jetzt mach nochmal weiter. Und ich war immer noch da so halb gefangen, so emotional. Ja. Ja, man Und zweifelt ja, es könnte ja doch echt sein, ne? könnte ja doch echt sein. Und sie hat mir dann auch Bilder von ihrer Großmutter geschickt, die ist 82 und sie lebt bei der, weil ihre Eltern sind mit 16, da war sie 16 in einem Verkehrsunfall gekommen, die hat ihr so viel zu verdanken und so weiter und so fort. Okay, also du hast sie richtig kennengelernt, ne? Und Genau. also vermeintlich kennengelernt und Kommen wahrscheinlich genau. hast du auch Dinge preisgegeben aus deinem Genau. Privatleben, ne? Genau, die ich jetzt auch wieder preisgeben würde im Nachhinein. Aber gut. Ja, nee, schon klar. Also hast ja was gelernt da draus, ne? Willst ja Genau. andere warnen. Ich habe so einen ähnlichen Fall schon mal erlebt. Da habe ich auch einen Podcast dazu. Weiß nicht, ob du den kennst. Da ging es auch so um Trading-Opfer. Ja, den habe ich auch Ne? gehört. Genau, und da wurde auch Den. ganz viel Ja. über das eigene Privatleben preisgegeben und Ja. das war ein freundschaftliches Gefühl. Also Ja, ne, man hat wirklich den genau. Eindruck, der kennt mich, der weiß, was mich Genau, beschäftigt, ne, und genau. dann wächst das Vertrauen halt. Genau, ist ein Komplizin und genau. Eben. So, und zumal ich dann ja auch wieder dann für mich dann eine Perspektive gesehen habe, mit der ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet habe, ne? Weil ich bin halt weit über 50 und dachte, eigentlich jetzt ist für mich erledigt, also, ne? In der Naja, gut, also. emotionalen. So. Ja, ich denke, du Naja, dann kannst optimistischer sein, ne? genau. Grundsätzlich. Joe Biden und andere Ja, das Leben fängt erst an, ne? sehen trotzdem noch The gesund best aus. is yet to come. Genau. So, und dann ging es halt weiter. Und dann irgendwann hat sie mal gefragt, wirst du mich je fallen lassen, wenn ich mal in Not bin? Hab ich so geschrieben, natürlich nicht. Und warum fragst du? Darauf kam dann keine Antwort. Also wir hatten uns dann mittlerweile sogar auf Französisch unterhalten. Auch, weil ich auch gedacht habe, mal eine gute Gelegenheit, dann Französischkenntnisse wieder aufzupolieren. Und genau. Das klappte dann ganz gut. So, nee, natürlich nicht. Und dann ging das noch hin und her. Und dann war irgendwie einen späten Abend, dann habe ich gesagt, kann ich dich jetzt nochmal anrufen und dann, oder wann machen wir denn nochmal wieder einen Videoruf, anrufen, sagt sie, ich habe eine Sorge. Ja, was denn für eine Sorge? Dann schickt sie mir ein Bild von ihr, sah ganz anders aus, also ganz, halt nicht mehr so knapp bekleidet oder so, sondern nachdenklich in Pose. Wahrscheinlich war es die Frau, vielleicht auch nicht so. Dann kam nochmal so ein WhatsApp-Zeichen, so Tränchen, kam erstmal nichts und dann, ja, ich habe Schulden, die habe ich aufgenommen, die habe ich jetzt abgezahlt, aber ich kann meine Miete nicht bezahlen. Und wenn ich das nicht mache, dann sitze ich auf der Straße. So. Ja. Ja. Nach wie langer Zeit kam jetzt das? Oder wie lange hat das? Das würde ich sagen, so, Wie lang? genau. 7 bis 8 Tage, genau. 7 bis 8 Tage also normales Gespräch kennenlernen und Genau. dann kam das. Genau, dann kam das. Okay. Ja, und dann habe ich gesagt, okay.
Okay, und dann, ja, aber wofür hast du denn die Schulden aufgenommen? Ja, da ich musste mich um meine Großmutter kümmern, die ging so schlecht und OP und bla bla. Und ja, mein Konto überzogen, jetzt kann ich die Miete nicht bezahlen. Und ja, das, also die Schulde 3 Monatsmieten, also 600 €, und wenn sie die nicht bezahlt, dann sitzt sie halt auf der Straße. Ne? Und dann hat sie mich dann angeschrieben, ob ich ihr helfen kann. So, und dann habe ich gesagt, ja, wie denn? Und dann hat sie mir geschrieben, ja, es gibt da so Gutscheine, ich müsste nochmal raussuchen, welche Gutscheine es gibt. Kann man wohl wirklich in Frankreich kaufen, die sind wie Schecks. Ja, die kannst du auch für jemand anders kaufen. Und dann habe ich gefragt, wie kaufe ich denn die Gutscheine? Da kannst du einfach in eine Bar au Tabac gehen. So, und da habe ich schon gedacht, jetzt hat sie eigentlich einen Fehler gemacht, weil sie weiß ja, dass ich in Deutschland wohne und dass es hier keine Bar au Tabacs gibt und diese Gutscheine auch nicht. Ne? So, und dann haben sich halt die Zweifel verstärkt. Und dann habe ich ihr das geschrieben. Aber Ach du so, hattest schon Frank. so ein bisschen, also du hast schon ein bisschen Bereitschaft gehabt, ihr das Geld zu geben. Ja, weil es war halt immer noch diese emotionale Bindung da dann, ne? Ja, verstehe schon. War ja auch lang genug, im Prinzip hat sie ja an dir gearbeitet, ne, um da was Genau, aufzubauen. ja. Und ja, gut, ja, einen Moment. Und dann irgendwie kam dann, och, ich weiß nicht, ob es am selben Tag war oder am Morgen, ja, ich habe eine Nachbarin, der kannst du Geld überweisen. Aha. Okay, und dann habe ich gesagt, ja, aber also ich hatte eigentlich gedacht, ich besuche dich mal und dann reden wir darüber, wie wir das Finanzielle machen. Da ist sie gar nicht drauf eingegangen. Da habe ich dann noch 2, 3 Mal das geschrieben, keine Reaktion. Und dann habe ich nochmal geschrieben, können wir einen Videoanruf machen, weil. Und dann kam irgendwie, ja, du vertraust mir nicht und so weiter und so fort, hin und her. Dann bin ich halt auf diese Seiten gestoßen, wo dann über LoveScam berichtet wird und das ist sehr Aber nochmal interessant. kurz, vielleicht, wieso hat sie jetzt das mit dem Video anrufen einfach nicht gewollt? Ich meine, das ist ja jetzt kein, Ja, sie ist nicht drauf eingegangen dann nicht drauf irgendwie. Und eingegangen. nicht drauf eingegangen, hat sie einmal geschrieben, ja, wir können es nochmal versuchen und es klappt aber nicht. Und dann habe ich gesagt, warum klappt das denn nicht? Ja, das liegt an dem Reglement. Und dann habe ich gesagt, was für ein Reglement? Dann also immer nachgefragt und dann gab es irgendwann auch auf die Fragen keine Antwort. Okay, gut. So, und dann, ja gut, dann habe ich mich nochmal umgetan auf Seiten, wo über LoveScam berichtet wird. Und also sehr interessant, weil da gibt es so eine Datei, da kann man halt Bilder hochladen und die bietet so eine reverse Bilder. Ah, okay. So. Und Was dann für eine Seite ist das? Kannst du den Namen sagen? Da kann ich nochmal gerne raussuchen, Ja, die okay. Mache ich dann in Seite. die Beschreibung. Sehr hilfreich für mich dann. Genau. Und sie hat mir ungefähr 10 Bilder geschickt, die habe ich eingegeben und ich hatte Schlag getroffen. Also weil ich ungefähr 7 oder 8 habe ich gefunden. Teilweise auf 4 oder mehr Seiten. Eine Seite war halt eine pornografische Seite. Und dann waren andere so Romanzseiten oder so. Und original die Bilder von ihr. So, teilweise arbeitet dann von ihr. Nein, dass man es nicht ganz so das ganze Üppige sieht da, sag ich mal jetzt, ne? So direkt auffällt, aber es waren 1 zu 1 waren das die Bilder. So. Und dann habe ich sie angeschrieben. Ja, hier, sie hatte sich mit Martin, hatte sie sich vorgestellt. Auf dieser einen Seite stand dann Giselle. Und dann habe ich geschrieben, ja, Martin oder Giselle. Wahrscheinlich hast du einen ganz anderen Namen. Ich finde das echt sehr schade, was du gemacht hast. Ja, ich bin aber nicht böse. Immerhin hast du mir eine Zeit eine Illusion bereitet und dass ich denke, also wir beenden das jetzt hier und so. Und dann kam zu meiner Überraschung dann, ja, das tut mir wirklich leid, ich habe dir das Herz gebrochen, bla bla bla. Ich wollte dir das eigentlich sagen, wenn wir zusammen sind, aber jetzt hast du es ja schon entdeckt. Also es ging weiter, sie hat nicht aufgegeben. Ich wollte das eigentlich sagen und ja, ich muss ja hier Geld verdienen für meine Großmutter und dann habe ich das gemacht, aber ich habe das schon abgestellt und ich habe schon Klage dagegen erhoben, dass die Seiten weiter betrieben werden, ja, so weiter und so fort. So. Und da rief sie mich auch nochmal an, hat mir das nochmal erklärt und ich denke, sie irgendwie, also das kann aber alles nicht sein jetzt. Ne? So, passt ja gar nicht mehr. Dann habe ich nochmal jetzt dann gestern mich damit beschäftigt mit der Bankverbindung, die sie mir geschickt hat. So, und zwar ist das eine Bank mit so einer BIC, die nennt sich dann PFS Card Services Ireland Limited mit einem Sitz in Paris. So. Hast du die IBIC vielleicht gerade vorliegen? Ja, genau, das ist PRNSR, Entschuldigung, PRNSFRP1. Aha, okay. So eine Prepaid-Karten, die handeln, wird aber als Bank gehandelt. So, und da gibt es
Gerade in Frankreich gibt es mehrere Seiten von Leuten, die sich zusammengetan haben und die alle reingefahren sind, weil sie an dieser Bank wohl etwas gezahlt haben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in Frankreich auch ein Gesetz, dass die Banken halt Auskunft geben müssen über die Eigentümer der Konten. Und diese Bank macht das nicht. Also verstößt gegen das Gesetz. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, die haben dann Computerkauf, verschiedenste Sachen gemacht, auch viel mit Miete und so. Und das Geld war weg. Es ist nie bei dem, der es haben wollte, angekommen. Auch gut, das war natürlich jetzt für mich klar, dass ich da gar nichts bezahle dann. Auch auf deutschen Seiten habe ich es teilweise gefunden. Bei eBay ist das benutzt worden. eBay Kleinanzeigen ist diese Bank mit dieser BIC benutzt worden. Es sind immer die ersten, also fängt an mit FR. Die ersten Blöcke sind dann immer gleich. Die ersten vier Blöcke sind immer gleich und dann die letzten zwei Blöcke ändern Also sich dann. in kriminelle Kreise ist es natürlich wichtig, dass man ein Konto hat, wo man möglichst eine Identität dahinter hat, die eben gefaked ist, ne? Das heißt, wenn der Kriminelle selbst ja als Kontoinhaber da registriert ist, kann er sich ja schlecht Geld überweisen auf das Konto und das dann damit abhauen, ne? Sondern sind ja oft dann irgendwelche Konten, sind oft in Ländern, wo vielleicht auch die Legitimation nicht so ernst genommen wird wie in Deutschland, ne? Und wenn man mal so ein Konto hat auf eine falsche Identität, kann man natürlich alle möglichen Gelder dahin überweisen, wenn es nicht direkt in den Kryptobereich geht, wo es ja dann auch nochmal schwierig wird. Aber kurzum, du hast ja da zum Glück nichts überwiesen, ne? Genau, ich habe da nichts überwiesen und genau, bin mal gespannt, ob es irgendwas kommt. Interessanterweise hatte mich vorher auch über Facebook eine andere Frau aus Frankreich angeschrieben, mit genau demselben Schema. Dann auch über Messenger erst und dann über ein Telegram und dann ging das auch, bla bla bla. Und ja, jetzt braucht sie aber dann irgendwie dann Geld, dann, weil sie Asthma hat, dann brauchte sie Geld, weil ihr Vater im Krankenhaus liegt und so weiter. Und dann habe ich das auch abgebrochen. Und ich habe wohl jetzt auch gelernt, dass diese Love Scam nennt sich das ja, und die Personen, die das betreiben, die tauschen sich halt auch untereinander aus. Ne? Also kann durchaus sein, dass es halt, ist schon auffällig, ne, zwei Frauen aus Frankreich, dass es da irgendeine Verbindung gibt untereinander. Also muss nicht sein, aber kann auch sein. Also was natürlich auffällig ist, dass diese Kriminellen, die halt auf der anderen Seite das irgendwie steuern, erstens da ganz viel Zeit investieren, ne, die da auch sehr gut geschult sind, ne, die merken auch vielleicht, dass du gerade eine emotionale Phase hast, wo du vielleicht anfälliger bist, Das ne? verstehe ich überhaupt nicht. Also wie die das gemerkt haben, weil ich bin mir eigentlich, ich habe da auf Facebook nichts preisgegeben, ne? Aber Ja gut, gut. ja gut, okay, das ist die Frage, ob man da vielleicht von vornherein wusste, dass es bei dir so ist oder ob man einfach mal probiert und wenn man Glück hat, dann erwischt man so jemanden, ne? Oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Erkennungszeichen dafür, dass man vielleicht denkt, wenn der vielleicht so und so ein Profilfoto hat, keine Ahnung, ne? Dann könnte es sein, dass der vielleicht gerade in einer Krise ist, ne? Ich weiß es nicht, ne? Aber ich glaube, dass die große Masse einfach anschreiben und wenn sie da einfach mal jemanden erwischen, der vielleicht gerade geeignet ist für sowas, dann eben versuchen, das Maximale da Das Maximale, rauszukitzeln. weil er hat mir zum Schluss nochmal geschrieben, hier Thomas, du musst mir nicht da die ganzen 1800 überweisen, überweis einfach das, was du kannst. So, Ja, also es Hauptsache geht Kohle da da. nicht ums große Ganze, es geht Hauptsache irgendwas und da macht es die Ja, Masse irgendwann ja. Ja, ist wahrscheinlich. schon schlimm. Da ist die ganze Industrie dahinter, ne? Die machen nichts anderes. Ich meine, ich bin ja auch schon oft angeschrieben worden, jetzt nicht auf Facebook, sondern gerade auf Telegram bekommt man ja ständig irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten, ne? Die einfach ein Gespräch anfangen wollen. Da kann man sich auch mal zum Schein drauf einlassen, aber man kommt da ja auch nicht wirklich weiter, ne? Man merkt halt, irgendwann wollen sie einem, meistens, bei mir war es, ist meistens so, da wollen sie einem auf irgendeine Trading-Seite locken und denken, ja, hier habe ich ganz Menge Geld verdient, probier's doch auch mal aus und so geht das halt dann los. Alles Fake-Identitäten, immer Betrug und man kann nicht genug aufpassen, ne? Und Achtsam nicht genug genug. sein, ja, das ist erstaunlich. Also, das ist auch im gehobenen Alter noch. Das ist echt Natürlich, klar, natürlich. Und ich Wahnsinn. denke, das ist auch besser, dass diese Betrügereien immer besser werden, ne? Weil sie ja auch Erfahrungen sammeln, ne? Mit den Leuten. Austauschen, wie du sagst, ne? Und dann sich gegenseitig da auch vielleicht Tipps geben, wie man jemand da in das Licht führt. Aber schon Also mal. extrem raffiniert. Also Erkennungszeichen ist halt, wie du sagst, wenn da keine Freunde sind oder wenn ganz viele Freunde sind, das kann auch ein Erkennungszeichen sein. Ne? Und wenn die Person halt dann in ihrem Profil so gut wie nichts über sich gibt, ne? Ja. Das ist eigentlich schon ein Warnzeichen. Also auf jeden Fall hast du, glaube ich, schon viele gute Tipps gegeben. Hast vielleicht auch können schon einige jetzt auch damit etwas vorsichtiger machen. Man soll ja auch nicht jetzt nur kritisch und skeptisch durchs Leben laufen. Ne? Es kann ja auch mal wirklich was Echtes dabei sein, aber im Internet ist dann doch eher Vorsicht dann doch irgendwie ratsamer. Lieber zu vorsichtig zu sein, wie vielleicht dann zu
zu blauäugig, ne? Genau, ich meine, man überweist ja auch nicht einfach, habe ich mir ja auch gesagt, jetzt ohne mal eine Ware gesehen zu haben, in Anführungsstrichen, ist jetzt ein schräger Vergleich, weiß ich, aber man sieht man so, man sollte ja auch von Vorauszahlungen generell absehen, ne, halt, so, und dann, wie komme ich dazu, mich auf sowas einzulassen, dann, da, ohne die Frau gesehen zu haben? Tja. Ja, gut, du hast doch vorher wahrscheinlich sowas noch nie erlebt, sowas in der Art, ne? Nee, Das war jetzt. habe ich nicht. Ja. Okay. Okay, genau. Naja, aber zumindest ist ja nichts passiert am Ende, ne? Viele lernen ja Genau. dann erst was draus, wenn da schon was Ja. passiert ist, und das war ja Ja. bei dir nicht so. Und Ja. kann nur Danke sagen, dass du jetzt das Gespräch mit mir geführt hast, Ja, und wir mal gerne. hoffen, ne, dass das Ja. zum einen dann die Richtigen erreicht, ne, bevor nachher was Ja. passiert. Ja. Und für dich gilt aber auch, da jetzt vielleicht für die Zukunft da auch nicht zu schwarz zu sehen, ne? Also da wird noch die Richtige auftauchen bei dir. Genau, ich bleibe optimistisch, auf jeden Fall. Danke auch für deinen Beistand und genau. Ich schicke dir nochmal den Link von der Seite, dann gehen wir das Also das ist zusammen. die Seite, wo man Wo praktisch man die dann die Bilder, Bilder eingeben kann. wo Dann. man diese Fake-Bilder, die man dann vielleicht bekommt, Ja. mal überprüfen kann, gibt Man, es die vielleicht genau. auch woanders und so, ne? Ja, das ist gut. Die Seite Genau. verlinke ich auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du uns da jetzt dran beteiligt hast an deiner Erfahrung. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, dass da einige ja, dadurch auch etwas, noch mal etwas kritischer werden dann. Ja, hoffe ich auch. Dank dir. Gerne. Mach's gut. Okay, danke auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit dem Thomas zum Thema, ja, wie nennt sich das, Love Scamming, also ja auch so ein spezieller Bereich, ich sag mal gar nicht mal so weit entfernt von dem Finanzbetrug, den es da gibt. Da wird ja auch der Kontakt über soziale Medien hergestellt, über Messenger, und man versucht halt das Vertrauen zu gewinnen. Und am Ende geht es ja immer ums Gleiche, nämlich ums liebe Geld. Da will man eben das Geld jemandem entlocken. Und der Thomas hat uns da freundlicherweise seine Geschichte erzählt, die ja auch zum Glück gut ausgegangen ist. Er hat ja keinen Schaden erlitten. Er ist auch ein ganz aufgeweckter, netter Typ. Und er hat mir auch gesagt, wenn jetzt vielleicht durch Zufall eine nette Dame zuhört, die auch den Thomas irgendwie sympathisch und interessant findet und auch zufälligerweise aus dem Umfeld von Berlin stammt, dann kann ich gerne vermitteln. Also schreibt mich einfach an, info@thomasbeutler.de, gebe dann gerne die Kontaktdaten an den Thomas weiter, und wer weiß, was draus wird. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das gefallen hat, interessiert hat, und gebt es auch gerne weiter, dass man da aufpassen muss. Und wenn ihr selbst auch mal vielleicht irgendwelche Themen habt, wo er sagt, die sind vielleicht für andere interessant, da will ich andere mit warnen, gerne mit Finanzbezug, weil ich bin ja nun mal jemand, der vor allen Dingen im Finanzbereich aktiv ist. Auf meinem YouTube-Kanal investiert in Wissen, oder auch hier im Podcast-Channel, habe auch einen Kanal auf Instagram und auch einen Telegram-Kanal, in dem diskutiert werden kann. Ich verlinke ja auch immer die verschiedenen Möglichkeiten, ja, sich mit mir da ein bisschen zu vernetzen, in der Podcast-Beschreibung. Von daher würde ich mich freuen, auch über eine gute Bewertung. Das ist auch schön, wenn ich da immer mehr auch erreichen kann mit meinem Podcast. Man will ja auch wachsen, man will ja auch immer mehr Leute informieren können, und da bin ich sehr dankbar und ja, freue mich über eure Mithilfe. Ich würde mich für heute dann verabschieden und werde mich in sehr kurzer Zeit wieder melden mit einer neuen Folge, mit einer neuen Episode. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, investiert in Wissen.